Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von einem Euro Truck Simulator. Genau, das ist der Euro Truck Simulator 2. Wir haben hier gerade Gabelstapler von Hamburg nach Amsterdam für 10.663 Euro und wir haben dafür noch 7 Stunden und 15 Minuten. Wie versprochen habe ich jetzt gerade hier nochmal die Grafikeinstellung runtergedreht. So, und hier sehen wir schon, ich bin hier mal rechts rangefahren. Wir können hier auch nochmal den Warnblinker jetzt ausmachen. Hier haben wir jetzt durchgehend 60 FPS, okay. So, und hier haben wir jetzt wieder 40, 50, 60, sehr schön. Das scheint jetzt alles zu passen. Ich habe hier nochmal ein bisschen was benutzerdefiniert, optimiert sozusagen. Und ich hoffe mal, dass jetzt hier relativ vieles passen dürfte. Mal schauen, wie das Ganze sich jetzt hier so entwickelt in dieser Folge. Ja, wie versprochen werden wir wahrscheinlich heute hier schaffen. Ja, also wir schaffen auf jeden Fall in dieser Folge diesen Auftrag hier abzugeben. Hier könnt ihr die Gabelstapler nochmal betrachten auf unserer Fahrt zu den Abholern. Und die Spur hier. Ach ne, die Abfahrt heute auch, glaube ich, heißt es, ne? Gut, und dann gehen wir jetzt hier nochmal kurz rein und gucken uns an. Genau, 10% Schaden hatten wir schon drin. 11 Tonnen wiegt das Ganze und das musst du Tramerie, genau. So. Schlafen müssen wir noch nicht, das können wir in Amsterdam dann gleich machen. Wir haben gerade noch 8.863 Euro auf unserem Konto. Und das dürfte jetzt eigentlich alles schon gewesen sein. Und jetzt kann ich euch nochmal die Außentemperatur sagen. Und zwar beträgt die Außentemperatur 25 Grad. Ja, schönes, warmes Winterwetter hier um 11.23 Uhr am Mittwoch in der Niederlande. Und ich hoffe, das passt alles vom Sound, dass nichts zu laut und nichts zu leise ist. Ich muss mich hier erstmal einnehmen. Ich nehme jetzt irgendwie 10 Folgen auf und dann gucke ich, wie das hier alles so passt. Hoffentlich. Oha, das war mal eine ganz schöne Kante. Und hier dürfen wir nur noch 70 jetzt. Fahren wir mal wieder manuell. So. Na gut, machen wir halt einen Tempomaten rein. Das passt gerade so schön. Ach so, und jetzt dürfen wir wieder 80 oder was. Was ist das denn für ein Mist? So, und wie müssen wir hier abbiegen? Genau, wie müssen wir abbiegen? So, den Tempomat machen wir wieder raus, lassen uns hier ein bisschen ausrollen. Und fahren hier dann ganz entspannt weiter. So. Mal gucken, kommt da einer? Jo, da kommt einer, schön, dann ziehen wir erstmal rüber. Ah, yeah. So, hier nochmal nach rechts. 80 dürfen wir hier. Genau. Und hier haben wir schon wieder irgendeine Fabrik. Da hinten haben wir noch ein Fragezeichen. Das erkundschaften wir dann erstmal. Hier haben wir dann noch Dachser und so weiter. Ja, sehr schön. Da zieht diese weg. Die hat Angst vor uns. So, und das war jetzt hier gar nicht so eine profitable Fahrt, denke ich mal. Wir haben 800 gezahlt wegen den ganzen Unfällen. Dann haben wir noch 10% Schaden am Hänger. Und da sehen wir... Naja, jetzt sehen wir es nicht mehr so gut. Vielleicht sehen wir es da oben gleich. Ah, jetzt ist grün oder was? Ja, passt ja ganz genau wieder hier. Mann, 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 Mann. Da sehen wir es im BMW. Ich habe hier auch ein paar Mods installiert wieder. Also immer noch. Da ist auch eine schöne Stadt. Ja. Mann. Was ist denn hier? Ampelphase rot auch Mod installiert oder was? Die sind hier in einer Tour rot. Das kann ja wohl nicht mehr wahr sein. Ich würde auch gerne mal ankommen dann. Das ist jetzt schon die dritte Folge mit einem Auftrag. Da sehen wir einen Alfa Romeo hier aus den Niederlanden. Sehr schön. Da sehen wir auch die ganzen Kabel. Also, wie gesagt, ich habe die jetzt gar nicht so darunter gestellt. Aber es scheint tatsächlich an der Map zu liegen hier. Die zieht nur ziemlich viel Performance. Gut, die ist auch komplett umgebaut. Und vor allem, wenn wir jetzt auch in der Stadt sind, die hier eigentlich gar nicht drin ist. Im Dorf, sage ich jetzt mal. Ist auch nicht so toll, ne? So. Wir dürfen hier 6 Meter hoch sein. Und 4,5 Meter breit. Oha. Oha, oha. Aber auch nur mit einem Haar hier zwischen. So, hier haben wir noch einen Dachser-Hänger. So. Einmal hier rum. Oh mein Gott. 5 FPS hier. 13 FPS. Wo dran? Wieso?
Wieso hatte ich jetzt hier auf diesem Hof so viel FPS eingebucht? Ich meine, 5 FPS ist ja wirklich nicht normal. So. So. Wenn ihr hier gerade irgendein Nebengeräusch hört, das ist das Logitech G27. Mit dem parke ich hier gerade, oder versuche ich gerade einzuparken, sagen wir es mal so. Aber ich stelle mich hier heute ziemlich doof an, wie ich gerade merke. So. So, gleich haben wir es. So. Da haben wir es. Sehr schön. Einmal abseiteln bitte, genau. Tolerabel, ja, 4000 Abzug. Habe ich schon erwartet, wenn ich ehrlich bin. Dann gucken wir uns hier jetzt gerade nochmal die Route an, die wir eventuell machen. Machen wir mal, wir sind gerade da. Fahren wir mal dahin und dann dahin. Ich weiß, wir können auch bei der Werkstatt schlafen, aber da möchte ich momentan nicht schlafen, denn wir haben letztes Mal schon da geschlafen und da das jetzt hier ein gemoddetes Dorf bzw. eine gemoddete Stadt ist. Boah, Mann, was ist denn hier los? Bremst du auch noch oder? Ist in Ordnung, dass du mich anfährst, wirklich. Macht mir gar nichts. Der lässt mich. Ey, ist das jetzt dein Ernst? Der fährt mich an. Ich finde es immer so ungerecht. Das scheint echt nicht so mein Glückstag zu sein. So, jetzt gucken wir nochmal, ob ich auch nochmal ein Ticket kriege. Nee. Immerhin etwas. So. Oh, hier ist ein PS-Rennen jetzt. Nein, oh Mann. Ja, Mann. Wenn wir gerade in Position bringen, dann wird es natürlich schon grün. So, hier ist ein DAF-Händler. Sehr schön. Entdeckt jetzt. So, einmal hier rum. Und dann hier rechts rein. Und hier einmal rum. Und hier zum Hotel. Natürlich auf den linken am besten, oder? Da ich ja nicht so alleine stehen möchte. Boah, ist das wieder laut, ey. Wer hat denn hier das Frost-Feedback hochgestellt? So, wir stehen zwar richtig doof, aber ist ja egal. Oh ne, keine Nachtfahrt, komm. 6 Uhr, perfekt. Gucken wir uns jetzt hier das Auftragsangebot-Teil hier nochmal an. Von Amsterdam. Ne, nach Hamburg möchte ich nicht. Frankfurt. Ne, ne, ne. DB Schenker. Die haben wir gerade hingebracht zu EnuWest, das weiß ich. Also glaube ich, jedenfalls. Oder zu BKP. Das kann auch sein. Oberlicht? Nee. 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 Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir diesen Auftrag. So, Vorwärtsgang rein. Licht. Licht an. So. Einmal hier rum. Und hier nochmal rum. Oh mein Gott, ey. Das schreckt mich jedes Mal. So. Die fahren wir jetzt einmal kurz zur Werkstatt und machen unsere 4% weg. Also es tut mir echt leid, wenn es hier heftig laut ist. Irgendwas ist hier anders. Vielleicht spiele ich auf dem falschen Spielstand. Keine Ahnung. Das werdet ihr mir dann wahrscheinlich schon in die Kommentare geschrieben haben.
Einmal reparieren. So, danke. Weiter geht's. So. Oh, ich stelle es hier gleich runter, ne? Ist mein Ernst jetzt hier. So. Und hier einmal herum. So. Und hier einmal herum. So. Jetzt stellen wir erstmal vor das Feedback runter. Das war doch hier, oder? Nee. Controller-Einstellung. Genau. So, die stellen wir hier erstmal runter. Sehr schön. So, weiter geht's. Eingabe. Heißt das nicht eigentlich Zugabe? So, hier nehmen wir mal den... Was ist hier der Unterschied? Ach, die haben hier so eine Plane, oder was? Können wir auch den nehmen. Nehmen wir halt den. So, der geht nach Newcastle. Der nach Zwolle, okay. Nee, nehmen wir den hier für 9000. Hab gerade schon wieder nicht drauf geachtet, was das jetzt ist. So. Oh mein Gott, fahre ich heute wieder beschissen, ey. So. Europa. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Ich kenn's jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Da wäre Daxa gewesen. So. Und hier gleich noch einmal links. Natürlich haben wir wieder rot. Ah, komm. Fass uns gleich hier einen LKW hinten dran. So, der Bus schlängelt sich da schon mal in die richtige Spur. Okay. So, dann gucken wir, was wir hier geladen haben. Aber vorher machen wir das Navi mal an. So. Wir haben geladen Schafswolle wieder. 13 Tonnen, die müssen nach Frankfurt und werden heute um 19 Uhr erwartet. Wir fahren jetzt noch 7,5 Stunden. Wird also wieder eine voll genau. Wird ein Auftrag, genau so heißt das Ganze. Boah, wie lange ich dafür jetzt gebraucht habe. Das wird ein Auftrag, der wieder über 3 Folgen dauern wird oder 2,5 oder sowas. Oh, ey, wie fahre ich denn hier? Das ist ja lebensgefährlich. So, hier einmal rauf. Und da sehen wir schon hier, da hat unser LKW kaum eine Chance. Mit der Höhe hier. So, hier einmal Licht funktioniert hier alles. Sehr schön. Also Europa kenne ich so jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Hier ist wieder schönes Wasser. Und hier ist wieder irgendeine Werbung für Bob. Und hier geht es wieder zu irgendeinem Parkplatz. Also was heißt wieder? Hier geht es zu irgendeinem Parkplatz. Ich würde sagen... Na, bei denen halten wir... halten wir nicht an. Okay, ist zu spät jetzt. So. Gucken wir uns einmal an, wie warm es jetzt hier ist. Und zwar haben wir hier jetzt gerade die 22 Grad immer noch. 86 Grad Öltemperatur, glaube ich, ist das. 72 Grad. Ah, ich denke mal Wasser oder sowas. Ja, könnte Wasser sein. Mit so einem Thermometer drin vielleicht. Also das Zeichen da. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Schreibt gerne im Kommentar, wie ihr den Euro Truck Simulator findet. Es kommt auch bald sozusagen ein neues Projekt vom Euro Truck Simulator. Ja, ich würde mich einfach freuen, wenn ihr nochmal einen Kommentar da lasst. Mit Verbesserungsvorschlägen, irgendwelchen Themenideen, auch immer sehr gerne genommen bei mir. Ich bin immer relativ einfallslos, was Themenideen angeht. Also warum zeigt mir das Navi an, dass ich hier rechts ein bisschen rüber soll und dann soll ich doch links rüber?
oder mich links halten. Naja, auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr mir hier eine Reaktion auf das Video bietet, zum Beispiel einen Daumen hoch. Ja, und besucht auch gerne mal meine neue Website, die ist in der Infokarte verlinkt. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal, euer Jan.